Wie soll ich mir das vorstellen? Digga, Essence ist einfach so lost wie du, Digga. Lass es einfach dabei, Digga. Ist einfach beide lost. Digga, der Typ ist eine Personifikation. Von was? Ja, weiß ich nicht. Von Abschaum. Perfekt. Wow. Anerman geht direkt immer auf Beleidigen. Weißt du, Anerman ist immer nur Beleidigen. Alter. Was ist das Beleidigen? Also, Anerman ist heute richtig. Was? Abschaum ist für dich keine Beleidigung, Digga? Abschaum ist keine Beleidigung für dich? Das ist Satire wie Jan Böhmermann. Für mich kein Beleidigung. Nein, du bist einfach Schrödingers Duschback. Du bist die Personifikation davon, Digga. Die ganze Zeit beleidigen, aber Digga, dann, wenn es zu viel wird, dann rührt man zurück. Digga, bitte einen Käserand? Ich kenn keine. Natürlich Käserand Pizza, natürlich, Digga. Margarita, Digga, wenn der Käse ein bisschen auf dem Rand noch ist, Alter, knusprig wird an der Seite. Maschallah, Digga. Maschallah, Digga. Maschallah, Digga. Maschallah, Spaß, halt. Direkt dabei, Alter. Anderman ist halt asozial, alles klar, Jesse. Sagt alles schon aus. Nein. Leute, jetzt hört doch mal auf, euch alle hier geht eigentlich durch die Beleidigung, okay? Deine These ist mir so egal, sie stimmt einfach nicht. Jetzt hört doch einfach auf, ich geh gleich alle zu beleidigen, Alter. Junge. Weißt du, ich mach nur Spaß, ich mach auf Sack. Ich rede alles in der Aufnahme sarkastisch, weißt du? Ja, aber trotzdem darfst du nicht die ganze Zeit beleidigen, Alter, und sagst dann, ja, das war sarkastisch gemeint, Digga, war sarkastisch, Digga. Ja, wär's nicht gecheckt. Digga, trotzdem beleidigst du hier durchgehend, Digga. Das soll einfach deine Videos schauen, okay? Lass es doch einmal mit der Beleidigung, Digga, weißt du? Jetzt weiß ich, was der Typ mit den Kommentaren meinte, Digga. Der hat mich einfach mit dir verwechselt, Anderman, Digga. So ein Ding. Da meinte ich, ich bin hier abgehoben, Digga. Du bist abgehoben. Ich bin abgehoben, Digga. Ich bin Bogen geblieben, Digga. Survival Mode, Digga. Ich sag dir. Nee. Doch. Dieses Survival Mode, Alter. Ja, der Hustle ist real, Digga. Es steht ja alle halt nicht. Dieser oh Mann, Alter. Ich glaub, der hat gar keinen Mod mehr. Sicher, aber. Gerade noch hat er noch Mod, Digga, aber wahrscheinlich nicht mal lange, Digga. Du hast ihm wieder Mod gegeben? Okay. Also hast du eigentlich das Video von dem YouTuber Attila Heidelmann gesehen? Das Verschwörungsvideo mit Manu. Wir haben letztens geredet. Ach echt, über den haben wir geredet? Attila Hildemann oder so, wie der heißt. Da hab ich schon drüber geredet, weiß ich gar nicht mehr, Digga, okay. Ich habe über ihn geredet, dass ich gesagt habe, so, dass ich ihn übelst gefeiert habe früher, weil er halt sehr, sehr viel für die vegane Szene gemacht hat. Achso, den hast du aber nicht gesagt, wie der heißt, glaube ich. Achso, ja, genau, aber das war der Typ. Und so, ist halt komplett in die Verschwörungstheorie in der Xavier Naidoo-Richtung gegangen, da dachte ich einfach nur so, lost, Digga, wie kann man so einen Typ nur so heftig täuschen? Und ja, das ist der Typ. Ja, was ist denn mit dem? Ja, der hat so ein 50-Minuten-Video hochgeladen, Alter, wo er über Verschwörungssachen und so eine Scheiße redet, Alter. Von wegen, dass irgendwelche, dass Bill Gates, der jetzt uns impfen will, um Chips reinzuplatzieren, um unsere Fortpflanzung zu bestimmen und sowas, Alter, ist absolut crazy, Alter. Darf ich dazu jetzt was sagen? Lass mich doch erstmal ausreden, bevor du reingrätschst und sagst, dass du auch mal was dazu sagen willst, Digga. Weißt du, du sagst, ich will auch was dazu sagen, aber trotzdem grätschst du mir andauernd rein, Digga. Weißt du, du willst selber ausreden, aber grätschst andere Leute rein und lässt dich nicht ausreden, Digga. Aber du grätschst da auch nicht mehr rein. Wo bin ich dir gerade reingegrätscht? Du bist mir gerade reingegrätscht und hast gefragt, ob du reingrätschen darfst, Digga, Anderman. Alter, ganz viele Grätschen, Alter. Ja, halbes FIFA spielt bei mir, Alter. Ja, sicher, Alter. Nur grätschen. Ja, so spiele ich FIFA, Digga. Also nur Shit. So spielt Anderman. Yeah. Reingrätschen. Digga, Fußball reingrätschen, Digga. Mario Smash Football, Junge. Boah, Junge, braucht einen neuen Teil. Einfach reingrätschen, Digga. Immer schön reingrätschen, Alter. Ja. Als Stefan Fußball gespielt hat, er ist immer von hinten reingerätscht. Nee, ich hab nur mal Fußball gespielt, ich bin Abwehrspieler gewesen, ja. So ein Ding. Voll rein in die Wade. Nee, Digga. Mir ist mal einer reingesprungen, Alter, aber ich mach sowas nicht bei anderen, Digga. Mir ist wirklich einer mal hinten in die Wade reingesprungen, Digga. Das tut anders weh. Mit Stollen rein, Junge. Alter. Oh, das tut anders weh, Digga. Die waren richtig blau da hinten und rot, so einen roten Schramm, wo die Dinger lang geschliffen sind da von ihm. Die Stollen. Nee, geblutet nicht, aber das war so. Okay. Kennst du das so? Du siehst so dieses Knallrote, so als ob es unter der Haut bluten würde. So sah das aus, Digga. Ja. So hatte ich das gehabt, Digga. So innere Blutung, keine Ahnung, Digga. Also innere Blutung meinst du? Digga, es hat so weh getan, Alter. Leute. Das ist eine innere Blutung. Ja. Ja, okay. Digga, es hat anders weh getan, Digga. Das tut wirklich weh. Aber ich muss halt sagen, Digga, ist halt für mich auch immer so sein, wird auch immer so sein, Digga. Selber Fußball spielen hat damals mega Bock gemacht, Digga, aber Fußball angucken kann ich nicht im Fernsehen, Digga. Jesse muss keine Brennung seines Kleinen. Ich tue mir sehr, sehr gerne Highlights auf dem Fußball spielen. Ja, ich tatsächlich gar nicht. Also mich interessiert das halt wirklich nicht. Deswegen finde ich es auch immer ein bisschen nervig, warum Anderman mir immer ankommt mit irgendwelchen FIFA-Sachen. Das FIFA neu, Digga, juckt mich halt überhaupt nicht. Alter, Assassin, Alter. Das tut sicher weh, Alter. Assassin hat gerade geschrieben, dass er mal Stollenschuhe in den Bauch bekommen hat. Das Schlimmste, was ich jemals abbekommen habe, Alter, da war mir jemand, da habe ich den Ball weggeschossen und da ist mir jemand von der Seite reingegrätscht, mein Bein war ausgestreckt und der ist mir aufs Knie gekommen mit seinen Stollen, Alter. Wäre mein Bein dann nicht noch nach links weg, nach rechts weggedreht, Alter, hätte mir das mit der Kniescheibe durchgetreten.
Digga. Oh mein Gott. Das hat anders wehgetan, Alter. Wollen nicht rum, Alter, weiterspielen. Das hat anders wehgetan, Alter. Lässt das Spiel weiterspielen. Digga, ich hab eine Woche lang kein Fußball mehr gespielt, weil das so höllisch wehgetan hat, Alter. Das war richtig blau, naja, das ganze Knie. Weiter, oh, Alter. Ja, Digga, hast du überhaupt schon mal Fußball gespielt, Philipp, Digga? Natürlich, Junge. Ich hab, ich glaube 11 Jahre Fußball gespielt oder so. Ja, alles klar. Ich glaube, ich habe links außen gespielt, rechts außen, zentrales im Mittelfeld und Innenverteidiger. Habe ich alles gespielt. Ach so. Aber meistens war ich, glaube meistens war ich rechts außen. Ich war immer, ich war immer Linksfußdigger. Links Mittelfeld und Abwehr. Ich habe immer einfach Stürmer gespielt. Ja, ich war immer außen, weil ich immer am schnellsten war. Ich habe immer so schnell. Ich habe eigentlich auf allen Positionen. Jetzt nicht mehr, Alter. Außer Torwart. Nein, ja, ich war früher war ich übelst schnell. Aber ja, ist bei mir genauso, Digga. Bin auch vor kurzem mal joggen gewesen, Alter. Ausdauer weg, einfach, Digga. Einfach weg die Ausdauer, Digga. Gute Kondition, muss ich sagen. Auch heutzutage habe ich gar keine Kondition mehr. Ja, Gamer, Digga, weißt du, Ich bin einfach fett geworden. Ja, ich auch, Digga. Safe call. Ich meine, mittlerweile habe ich abgenommen, Digga, wieder so ein bisschen. Ich bin fett, aber andere Leute als fett bleiben. Oh, Rice ist locker 180 Kilo schwer. Aber weißt du selber, Digga. Ah, ist klar, Digga. Ja, vielleicht hast du 180 Kilo. Ey, du hast es vergessen, ne, Philipp? Also, jetzt, wenn du was sagst, dann auch richtig. Ne, hat dich als fett und hässlich betitelt, ne? Also, jetzt mal ernsthaft. Also, wenn du die Fakten nimmst, dann auch richtig, Digga. Ja. Weißt du, die ganze Zeit selber beleidigen und jetzt kommt er an und sagt, ah, okay, einige Teile davon treffen auf ihn zu. Ja, alles klar, Digga, alles klar. Das hat Underman, Digga. Er ist ausfallen, Digga. Ich bin fett, aber ich bin gar nicht fett. Ich bin fett, aber ich bin gar nicht fett, Digga. Ich bin auch nicht fett. Sind, Digga? Ich kann sagen, das weiß auch jeder, der schon mal meinen Streams schaut, Digga. Ich bin dick geworden, Digga. Keine Scheiße, ich bin einfach dick geworden, Digga. Aber ich bin momentan am Abnehmen, Digga. Naja, so dick bist du auch wieder nicht, aber. Digga, ich hab 120 Kilogramm gewogen, als ich arbeitslos geworden bin, Digga. Was? Als ich die Waage gekauft hab. Digga, wo ich gut, 120, du bist, Digga. Du bist auch viel größer. Digga. Du bist auch viel größer. Ja, ich bin auch 1,90, Digga. Ich meine, mittlerweile habe ich knapp, ey, Digga, ich habe in den 6 Wochen, die ich jetzt arbeitslos bin, ne, habe ich irgendwie 8 Kilogramm abgenommen, Digga, ohne großartig was zu machen. Ja. Das ist crazy, Alter. Hä, wie funktioniert das? Muss ich eigentlich, was? Warte mal. Digga, bei mir ist es so, ich mach Sport so ein bisschen. Das heißt, Liegestütze mache ich, Sit-Ups. Hallo, was machst du da? Kniebeuge. Und dadurch nimmst du halt immer so ein bisschen was ab, Digga. Durchsuchung, Junge, verpiss dich. Krass, Schall, Digga. Digga, ich Zugriff. Bin die Polizei in Minecraft. Junge, verpiss dich, Alter. Schall dich, Digga. Stark mich einmal noch und du bist dran. Alles klar, ich war dran. Die Polizei. Ja, komm. Am Ausrasten, Alter. Lass uns platzieren, da. Genau. Was? Ja. Nein. Er hat sich selbst angezündet. Wer hat sich angezündet, Philipp, oder? Mir macht das nichts aus, Digga. Wenn ich dich einmal mit der Lava treffe. Komm her. Deine Rüstung, Digga. Du hast deine einzige Leute, Rüstung. Leute, hör auf zu streiten. Ich hatte doch ein Team Arbeit. Kannst du dich einfach jetzt von meiner Wohnung verpissen, Junge? Aber was willst du machen? Kannst du ihn bitte aus meiner Wohnung rausschmeißen? Ich geh schon raus. Ja, Anderman, verpiss dich, Digga. Anderman, du hast jetzt für den Rest der Aufnahme heute Tabu bei Philipp seinem Haus, Digga. Wenn du nochmal reingehen sollst, muss ich dich rausschmeißen. Danke. Bastard. Ah, okay. Ich komm wieder rein. So, Anderman. Du hast mich ja Spaß. Na gut, dann komm doch rein, Digga. Du bist gerade rausgeschmissen. Ist ja ganz einfach. Warum nennst du mich Spaß? Warum wohl? Weil du ihn die ganze Zeit durchbeleidigst, Alter. Du hast ihn die ganze Zeit durchbeleidigt in der Aufnahme heute, Alter. Gar nicht, du bist so fett, Digga. Gar nicht. Du bist so richtig gar fett, du bist so hässlich. Oh, Alter, die ganze Zeit. Ja, weil du nicht, dann weißt, einmal du dich nicht der Spaß zeigst. Durch. Was? Warum beleidigst du mich denn? Er muss dich doch nicht zeigen, du Fisch. Junge, ganz ehrlich, Digga. Anderman, Digga, war los, der Junge, Digga. Einmal los, alles sicher. Zum Glück hast du kein Fortnite, Alter, ganz ehrlich, Anderman, Digga. Zeigen, weißt? Anderman, zum Glück hast du kein Fortnite, Digga, weißt du? Anderman, ich bin auch ganz ehrlich, Junge. Alle Rabien, Bruder. Ich bin eh froh, dass ich kein Fortnite hab, sonst hätte ich eh ein Skin gekauft. Über deinen Code. Digga, du hast schon so viele Skins gekauft, Digga, was laberst du, Alter? Du hast einen Battle Pass gekauft, Digga, du hast irgendwelche Skins gekauft, Junge. Was laberst du, Alter? Ja, aber ich hätte eh ein Skin schon gekauft. Ja, wahrscheinlich, Digga. Wahrscheinlich, Digga. Ja. Wahrscheinlich, Digga. Alter, wenn ich das Geld von FIFA dort investiert hätte, dann wärst du gute FIFA-Geld, Digga. Du das immer investieren nennst, Alter. Nichts davon ist investieren. Du kriegst nichts zurück. Das ist Feuer zur Grund halten und warten, bis es brennt, Alter. Investition, er sagt immer investieren, als ob er so Börsenmakler wäre oder so ein Shit. Ja, die Aktien von FIFA stehen gut, Digga. Ich bin Börsenmakler. Das ist nichts außer Geldverbrennung. Du bist kein Börsenmakler, Alter. Ich bin Broker, ja. Also, wenn du Broker bist, will ich dich bestimmt nicht einstellen. Du bist bestimmt nicht Broker, Alter. Also, ich glaub, du bist, weißt, was du bist einiges, aber. Broke warst du nicht, Digga. Das warst du. Ja, ich bin Broke, ja, genau.
Was kann man damit denn machen? So, du bekommst halt gefühlt aus 20 Setzlings auf einmal Knochen mehr raus, Digga. Beste Idee, Digga. Einfach weg, Mann, Scheiße hier. So, Tupac ist los, Digga. Tupac. Ja, mach wieder neues Album, Digga, in Minecraft gerade. Ja. Hau mal einen Freestyle, bitte. Nein, nicht, ja, haben wir schon, Digga. Wir sollen es übertreiben. Nee, noch einen, bitte. Nein. Lass ihn doch einmal fertig rappen. Nein, Digga, wollen nicht übertreiben, Digga. Wollen nicht übertreiben, Digga. Wenn er zu viel macht, der kriegt noch Gamer-Strike von ihm, Alter. Dann strike er meine Videos weg, Junge. Ja, stimmt auch wieder, fuck. Was? Oder er nimmt einfach die Einnahmen von deinem. Junge, Video. Als ob diese. Ja, meine Einnahmen, Digga, diese 30 Euro im Monat, Digga, kann ich auch drauf scheißen, ganz ehrlich. Fun incoming. Ich weiß gar nicht, mit YouTube verdiene ich, glaube ich, mittlerweile im Monat 40 Euro oder sowas, Alter. Digga, weißt du, wie viel ich schon mit YouTube verdient habe? 5 Cent, Alter? Hatte ich jetzt in TX-Razor. Wie viel? 5 Cent. 5 Cent. Na, 50 Cent, Digga. 4 Cent, verpiss dich. 4 Cent, Digga. Oh mein Gott, Annemann hat sich versteuert, Digga. Annemann hat es bestimmt nicht versteuert, Digga. Das können wir zur Anzeige bringen, Digga. Ja, 4 Cent, wie willst du die versteuern? Ja, die musst du trotzdem angeben, Digga. Du musst zwar keine Steuern zahlen, aber angeben musst du trotzdem, Digga. Digga, so, hallo. Erstmal das vor aufs Gericht gehen. Andermann, ist dein Ernst? Ja, sicher. Hey, Andermann, ich bleib dich. Willst kämpfen? Andermann. Willst kämpfen? Eins gegen eins, Digga. Nein, Andermann. Andermann, ich schenk dir was. Brauchst du kämpfen? Ich schenk dir Knochen hier. Das danke, beruhig dich, okay. Ich schenk dir Knochen, damit du auch mal Rückgrat hast, Digga. So ein Ding. Kannst du alles haben. Alter, weißt du, was du machen könntest? Du könntest das Grab von Tupac bauen. Tupac. Wirklich schwach. Ich? Ja. Jeder andere Tupac. Nein, du tötest dich, Tupac. Lass den Tupac Ruhe. Ja, also wird jetzt hier nicht auch so auf tote Menschen sollten Ruhe lassen, Anime, Digga. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Alles gut. Tupac ist, das war ein Ehrenmann, okay? Er hat schon damals gesagt, Change, also erst mit seinem Lied. Ich weiß ja, Anime. Natürlich, ich aber es ist halt so, wie es ist, Digga, in unserer Zeit. Alles klar. Ich sag so, wie es ist, Digga. In der Geschichte ist es immer so, Digga, es passiert immer erst dann, wenn der Weiße aufsteht, so, weißt du? Es ist traurig, Digga. Was? Ja, guck dir die Geschichte mal an mit der Sklaverei, Digga. Wann ist erst was passiert, Digga, wenn der Weiße irgendwas gemacht hat, Digga? Weil die schwarzen Leute einfach überholt werden, Digga. Weil die ganzen Weißen, weil die sich immer einreden. Das Thema? Wow, weil es so fucking ist, Digga. Es ist einfach fucking so. Ja, darf ich auch was dazu sagen? Das ist halt fucking Rassismus, Digga. Leute, alles gut. Erstens sollte man das hier nicht so ernst nehmen, Digga. Es ist fucking total. Minecraft-Aufnahme, Digga. Also du jetzt hier kommst und sagst, Digga, alles ernst, Digga. Ja, okay. Aber es ist halt traurig. Was ist halt das für eine Relevanz, was dein Spiel gerade im Hintergrund läuft? Es kommt drauf an, was man generell sagt, Digga. League of Legends. Sollst du trotzdem nicht jede Aussage einfach aus dem Kontext ziehen und dann einfach so tun, als wäre es eine Aussage, die du einfach normal tätigen würdest. Ich koffe nein, ich wäre eine nur Aussage bald. Jetzt ernst genommener, wenn wir jetzt ein FSK 18 Spiel spielen würden? Nein, aber die Aussage wäre ernst genommener, wenn ich sie ernst deformiert hätte und nicht so getätigt habe. Ich meine, einigermaßen ist es so. Und das ist dann auch schon traurig, Digga, weil es halt ein bisschen in diese Richtung geht. Ja, da gesagt, es ist immer so. Recht. Und jetzt heißt es einigermaßen so. Ja, weil es eine Überspitzung war, Digga, als ob du das noch nie gemacht hast. Etwas komplett übertrieben. Ja, aber also bei Rassismus hatte, das heißt Übertreibung, aber egal. Andermann, brauchst du Hilfe? Nein, ich brauche keine Hilfe. Okay. Andermann macht eh nichts. Wir sind Hilfe. Nicht mehr zu helfen. Ah, so. Der Arm ist gestorben. Ja, was brauchst du, sag mir, gell? Viel Schwerkraft zum Opfer. Tupac, was hast du gemacht, Junge? Arschbomb oder was? Ja, ich sage immer so, ich habe nachgedacht. Eigentlich ist es immer so, es muss irgendwas passieren, dass sich irgendwas ändert. Ja, das ist immer so, Alter. Es ist halt Reaktion, Aktion-Reaktion, Digga. Aber da muss halt immer eine Aktion erstmal kommen. Genau. Und die muss halt kritisch sein, so wie sie jetzt halt ist, und dadurch ändert sich jetzt halt wieder hoffentlich was. Ich meine, das wäre ganz ehrlich, wenn sich jetzt nichts ändern würde, Bruder, das wäre halt anders genau kritisch, Alter. Also ich meine. Also ich glaube nicht, dass sich das ändern wird. Irgendwas muss sich ändern, Digga. Irgendwas muss sich ändern. Aber wenn sich jetzt wirklich nichts ändert, Digga. Ganz genau, eine Kleinigkeit wird sich ändern. Ich muss denken, in 20 Jahren in Amerika genau das gleiche wieder. Natürlich, glaubst du, es wird. Natürlich, das wird jetzt nicht weggehen, Anna, man. Das ist jetzt nicht einfach so, jetzt ist was passiert, weg. Es wird immer so bleiben. Rassismus bleibt immer so. Weil die Leute nicht differenzieren können. So, oh mein Gott, ein Schwarzer hat was getan, Digga, sind alle so, fertig. Er wird immer gleichgestellt. Das hast du aber auf beiden Seiten. Wenn ein Polizist was macht, werden auch von manchen Leuten einfach alle über einen Kamm gezerrt. Nicht jeder Polizist ist Rassist, Digga. Nicht jeder ist schlimm, Digga. Aber es wird halt immer nicht differenziert, Digga. Es wird immer alles über einen Kamm geschert, das ist es halt immer. Es gibt auch schwarze Polizisten. Ja, natürlich, Alter. Genau. Ich habe auch auf hier Instagram was gesehen, Alter,
wo sich da eine Protestin und Instagram-Livestream, Digga, kannst du dir nicht angucken, Alter. Sich vor einem schwarzen Polizisten gestellt hat, warum machst du nichts? Warum machst du nichts? Warum bist du Teil des Systems? Warum machst du nichts, Digga? So, der Typ ist zur Polizei gegangen, um vielleicht was zu ändern, Digga, um einfach nicht dieses Arschloch zu sein, was du normalerweise hast, Digga. Ich meine, es ist ein Unterschied, wenn du ein Weißer bist und angehalten bist von der Polizei, als wenn du ein Schwarzer bist, weißt du? Es ist halt einfach so. Wobei, ich muss auch wirklich sagen, also, ich finde, das wird zu dramatisiert. Also, ich finde klar, dass Rassismus übelst krass so, aber das wird gerade gefühlt, jetzt ist nur meine Meinung jetzt so, gefühlt, ich komm angenommen, gleich. Als auch das, was in Amerika passiert, überall auf der Welt so passiert, gleichermaßen. Ja, ja passiert es aber nicht. Das ist nicht mal ansatzweise so krass. Klar, in Deutschland gibt es auch Rassismus, aber gefühlt kommt es so für mich so rüber, diese ganzen Demonstrationen, es gab in Deutschland Demonstrationen und da wurden Scheiben eingeschlagen bei Flohmärkten etc. Digga, ich hab das Gefühl, als ob die Leute denken, wir sind in Amerika und in Deutschland werden Leute erschossen wegen der Hautfarbe und so ein Scheiß. Das ist nicht mal ansatzweise so. Ich kenne nur ein einziges Land auf dem Planeten, wo das wirklich so krass ist und das ist Amerika. Und sonst nirgendwo. Ich kenne das überhaupt nicht von anderen Ländern. Und ich auch nicht. Ich hab das Gefühl, dass weil es jetzt in Amerika so passiert, denken alle, oh mein Gott, jetzt fällt mir das jetzt gerade auf. Sie sind ja übelst rassistisch in Deutschland. Ja, und genau, das ist es halt. Es kommen so Gedankengänge in die Leute rein, die überhaupt komplett falsch sind. Wir sind... Klar, Rassismus gibt es überall auf der Welt, aber wir sind so meilenweit von Amerika entfernt und ich habe immer das Gefühl, das hab ich hier Leute für, schon gesagt. Dass die Leute für etwas einstehen, was gar kein Problem ist, was gar kein so riesen Problem ist wie in Amerika. Das einzig rechte Problem, was wir in Deutschland haben, sind die Parteien. Das ist das größte Problem, was wir in Deutschland haben. Und das ist halt die NPD und AfD, Digga. Das ist halt so das schlimmste Rechtsproblem, was wir haben, Digga. Digga, aber. Ich sag mal so, der Rassismus in Deutschland ist nicht so schlimm wie in den USA. Definitiv nicht, mit Abstand nicht mehr. Wir waren mal auf Platz 1 mit Abstand. Aber es hat sich, aber Zeit ändern sich halt. Ich meine, wäre es schlimm, wenn es nicht tun würde. Aber naja. Es ist halt unterschiedlich. Schlimm, ja. Rassismus ist immer schlimm, aber du kannst, also das ist einfach respektlos gegen den Leuten in der USA, die tagtäglich, die schwarzen Menschen, die tagtäglich so eine Last mit sich tragen müssen, schwarz zu sein, dass du denen sagst, ja, dein Leben ist genauso schwer wie jemanden aus Frankreich oder aus Deutschland. Das ist einfach respektlos gegen den Menschen gegenüber, weil die müssen richtig was durchmachen und nicht die Leute in Deutschland.